Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß! Lilly schauderte. Plötzlich stand ein Gespenst in der Abstellkammer. Was ist das denn? Ein Geist? Na, hör mal! Wenn hier einer spukt, dann bin ich das! Verschwinde von hier! Wenn du Alfred siehst, sag ihm, er soll hier mal vorbeispuken. Ich habe mich nie von ihm verabschieden können. Lass mich in Ruhe. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Vater hatte ganz recht. Ja, du hast richtig gehört. Ich bin Ruben, Dr. Marcells geheim gehaltener zweiter Sohn. What? Alfreds älterer Bruder. Lilly wusste zwar nicht, wer Alfred war, aber sie hielt es trotzdem für angemessen, schockiert die Luft anzuhalten. Ja. Unsere Erziehung sollte perfekt verlaufen. Vorherrschende Methoden schienen Paps unzureichend. Darum begann er, eigene zu entwickeln. Während Alfred auf seine Praktiken anschlug, entwickelte ich Verhaltensauffälligkeiten. Oh. Ich war ein missratenes Experiment. Paps war so enttäuscht, dass er mich im Anstaltskeller einsperrte und vor der Außenwelt geheim hielt. Alfred hingegen präsentierte als Paradebeispiel seiner Erziehungsmethoden. Ich hatte nie eine Chance, mir seinen Stolz zu verdienen. Seit Alfred ums Leben kam, ist alles nur noch schlimmer geworden. Ich bin nur noch Luft für ihn. Ein Geist, ein böser Traum. Die seltsamen Umstände von Alfreds Tod zeigten ihm, dass Kindlichkeit eine Krankheit ist, die es auszurotten gilt. Ich hätte damals sterben sollen, könnte ich nur meinem Bruder noch einmal gegenübertreten. Ich konnte mich nie von ihm verabschieden. Okay. Ich will ein Kind von dir, Ruben. Okay, Vanillekeks. Alles klar, ich richte es ihm aus, okay? Ich richte es ihm aus. Hey, Ruben. Das Porträt des hässlichen Jungen hier aufzuhängen, wäre sicher gespenstisch. Aber irgendetwas fehlte. Hey, Ruben. Vanillekeks will ein Kind von dir. Hä? Moment. Wieso geht das nicht? Das Porträt aber. Kann ich die Termiten irgendwie zu dem Haken führen? Ach, da war der Haken. Ah, Moment. Noch wollte Lilly ihre Hypnotiseurkarriere nicht an den Nagel hängen. Die Termiten müssen doch locker das Holz da zerfressen, oder nicht? Kann ich hier. Habe ich hier nicht noch. Ah, eine Lunchbox. Ah, okay. Da hatte jemand seine Lunchbox stehen lassen. So etwas konnte Lilly nicht passieren. Sie hatte ja gar keine Lunchbox. Irgendwer hat sie ziemlich lange da stehen lassen. Glaube ich. Okay, jetzt sieht er nicht mehr so schlimm aus. Oh, okay. Bemerkenswert. Die Termiten hatten den Pfannkuchen verputzt und dabei ein Loch in die Tür genagt. Alles klar. Was ist das denn? Ein Geist? Na hör mal, wenn hier einer spukt, dann... Warte mal, Alfred? Alfred, du bist es wirklich? Ich kann es kaum fassen. Oh, Alfred, ich konnte mich nie von dir verabschieden. Und dabei habe ich dir doch noch so viel zu sagen. Oh, wo soll ich anfangen? Ach ja, ich weiß... Du miese Dreckskröte! Deinetwegen habe ich mein ganzes Leben in einer stinkenden Kanalisation verbracht! Na warte! Alles klar. Was ist denn mit ihm jetzt kaputt? WTF! Okay. Na gut. Jetzt können wir wahrscheinlich die Tür zu Ednas Dings öffnen, ne? Zu Ednas Zelle. Lilly, so ein Glück. Wir hatten schon Sorge, du wärst auch erwischt worden. Der Doktor ist vollkommen übergeschnappt. Er will uns alle zu willenlosen Marionetten machen. Sieh nur, was er der Oberin angetan hat. Oh, hallo Lilly. Schön, dich zu sehen. Aber was treibst du bloß hier? Mitten in der Nacht. Ah,
haben dich deine Mitschüler dazu angestiftet? Das sind so ungezogene Kinder. Du hingegen warst immer so brav. So brav. Es tut mir leid, dass ich immer so streng war. Aber jetzt, dank Dr. Marcel, bin ich auch ein artiges Kind. Komm, Lilly, setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Ignoriere sie einfach. Finde lieber einen Weg, um uns zu befreien. Wir müssen hier fort, bevor der Doktor... Ich bin langsam ein bisschen verwirrt. Ist insgeheim Homer Simpson? Ja, glaube ich auch. Habe ich dich endlich. Ich hatte gehofft, dass du hier aufkreuzen würdest. Ich kann jede Hilfe gebrauchen, um die Produktion meiner Hypnosepuppen voranzutreiben. Schon sehr bald werde ich die ganze Welt beliefern. Aufsässige Kinder wird es nur noch in Geschichten geben. Sobald ich dich meiner verbesserten Hypnosetherapie unterzogen habe, kann mich nichts mehr aufhalten. Alles klar. Okay, die alte Schreckschraube macht dir Angst? Ja, mir auch ein bisschen. Ich freue mich ja so, dich zu sehen, Lilly. Ich würde dich ja umarmen, aber... Naja, diese Woll-Version eines H.R.-Geiger-Albtraums schränkt meinen Handlungsspielraum etwas ein. Können wir diese rührende Wiedersehensszene auch später verschieben? Erst einmal brauchen wir einen Plan, wie wir hier runterkommen. Deine Mutter braucht einen Plan. Meine Mutter hat einen Plan. Zum Beispiel, mir einen Sinn für die Realität zu vermitteln. Was ist der Plan deiner Mutter? Ach, ich vergaß. Du hast ja gar keine Eltern mehr. Boah, wie fies. Deine Mutter braucht einen Plan. Was? Alles klar. Oh, Lilly hat recht. Wir sollten uns lieber darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Einverstanden. Schnösel. Du musst uns befreien, Lilly. Ich glaube, die Oberin hat ein Messer, um die Fäden zu kürzen. Dummerweise kann sie es nicht benutzen, solange sie unter Hypnose steht. Wenn wir sie doch nur irgendwie aus ihrer Trance holen könnten. Lilly zögerte. Normalerweise wartete sie, bis die Oberin fort war, bevor sie im Müll wühlte. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Aber was war das? Waren das... Augen? Okay. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Alles klar. Du sollst nicht lügen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Okay. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Machen wir nie. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Das ist gemein. Komm, Lilly. Setz dich. Du kannst mir helfen, die Puppen für den Doktor zu sticken. Wir sind brave Kinder. So brav. Die Oberin stand offenbar unter dem Einfluss von Dr. Marcells Hypnose. So würde sie keine große Hilfe sein. Lilly ertappte sich dabei, dass sie sich die alte, strenge Oberin zurückwünschte. Danke für deinen Follow. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Woogie. Eindringlingsalarm, Fremdkörper gesichtet. Lilly? Was tust du hier? Das ist meine Trance. Was soll das werden? Eine Herausforderung zum Kampf? Defensivmaßnahmen eingeleitet. Dämonen in Verteidigungsposition. Ich erwarte einen fairen Kampf. Haltet euch an die Regeln. Oh je, wo war Lilly da schon wieder reingeraten? Es sah so aus, als würde sie all ihre wiedererlangten Fähigkeiten einsetzen müssen, um diese Schlacht zu gewinnen. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen... Jo, das Lied war geil. Ja, danke. Ich finde das Lied mega geil. Das ist einfach so ein geiles Lied. Nahkampf, Laserschwert macht mehr Schaden. Angriff, habe zuschlagen. Nahkampf, Attacke mit doppeltem Schaden.
Ja. Auf den? Regelverstoß. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Du kannst mich in meiner eigenen Trance nicht besiegen. Gut, gleich schon durch. Ja. Hab's bald durch. Schon nice, ne? Das war unfair. Lily hätte den Kampf doch gewonnen. Wie sollte sie die Blockaden der Oberin jemals brechen, wenn sich dieser Schiedsrichter andauernd einmischte? Ja. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Ja, das war doch kein spitzes Gegenstand. Was? Spitzes Gegenstand, klar. Die Oberin, so wird... Nein. So. Lily kam eine Idee. Sie wusste, sie konnte nicht gut nähen. Aber vielleicht reichte es aus, um Harvey seine alten Augen zurückzugeben. Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Eine Nadel, natürlich. Es sind nur zwei, L. Lily kam... Allerdings fehlte noch etwas, um diesen Plan umzusetzen. Hey, was denn? So. Natürlich. Perfekt. Jetzt hatte Lily Nadel und Faden. Sie machte einen ersten Stich. Lily zögerte. Zu oft hatte man ihr gesagt, dass sie nicht mit Nadel und Faden umgehen konnte. Aber was hatte sie schon zu verlieren? Sie würde es wohl darauf ankommen lassen müssen. Was machst du? Lass das! Du tust mir weh! Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst mich an meinem fusseligen Hintern kraulen. Ich bin wieder da! Ich kann es kaum glauben. Ich bin wieder der Alte. Harvey, bist du es? Und da ist ja auch Edna. Los. Lass uns etwas anzünden. Und damit zum Mond fliegen und es anschließend aufessen. Na los, Lily. Worauf wartest du? Nehmen wir die Bude auseinander. Yippie! Ja, Mann. Konnte Lily der Oberin auf diese Weise helfen, ihre Blockaden zu lösen? Zitternd zog sie an der Schnur. Er meint in einem Blade and Soul Clan wahrscheinlich. Vanillekeks. Es ist sein Problem, glaube ich gerade. Und ja, Flo, kriegst du schon hin. Du schaffst das, Problem im Clan zu lösen. So, weiter. Kann ich jetzt angreifen und so? Sachen machen? Hm? Hey Lily, du auch hier. Cool. Ja. Was ist das? So eine Art Kampf? Weniger reden, mehr kämpfen. Okay, ich guck mir nochmal das Tutorial durch. Seid ihr am Zug? Wählt eine eurer Harvey-Spielfiguren auf der rechten Seite, danach die Aktion aus der Liste unten links und schließlich das Ziel der Aktion. Beachtet die Anweisungen im Aktionsfenster, um zu entscheiden, welche Aktion ihr ausführen wollt. Jeder Harvey hat im Normalfall eine Aktion pro Runde. Aber Vorsicht! Die Harvey-Dämonen werden sich zur Wehr setzen. Alles klar, ja toll. Das steht aber nicht, was irgendwie... Okay. Nummer 2 heißt, dass man Privatleben und Arbeit mit Leben immer trennen muss. Sonst wissen die Personen zu viel. Achso. Ja, ist auch besser. So, ich will das auf den machen. Oh! Spinne schützt die Verbündeten. Spinne schützt vor Schussattacken. Alles klar. Also bringt der Harvey schon mal nichts. Was ist mit dem Lügen, Harvey? Propaganda lässt ein Gegner zweimal seine Mitstreiter angreifen und blockiert ihn. Okay. Bringt ein Gegner dazu, kurz für dich zu kämpfen. Ich will ihn hier haben. Genau. Der Schneemann schützt seine Verbündeten. Womit? Schneemann schützt vor Feuer- und Hitzeattacken.
Okay. Rauschzustand lässt ein HW dreimal handeln. Mega Dauerfeuer trifft bis zu 5. Das ist eine Schussattacke, das bringt nichts. Okay. Grenzposten schützt bis zu 3 HWs. Heiz bis zu 5. Okay. Ah, geht ja nicht. Kann ich ja nicht machen. Schade. Okay, Moment. Dann lasse ich den einfach mal. Heilt ein HW. Prost. Lässt ein HW zuschlagen. Ja, dann schlage ich einfach mal auf ihn hier. Die Leute wissen nicht viel über dich, Flo. Okay. Er ist aber gerade nicht da. Motiviert ein HW nochmal zu handeln. Alles klar. Was macht er? Ist keine Magie? Doch. Schussattacke. Ja, Schussattacke ist ein bisschen problematisch gerade. Muss ich irgendwie die Spinne besiegen. Okay, aber sie schützen immer noch, ne? Ja. Ah. Nahkampf-Laserschwert. Ja, ich würde den gern nochmal machen. Es wird nicht mehr vor Schussattacken gezählt. Mega Dauerfeuer. Bitte auf den hier. Den hier. Den hier. Den und auf den. Kein Damage gemacht oder wie? Heiz bis zu 5 Gegnern ein. Achso, der ist gerade nicht da. Ja, das ist gerade schlecht. Heilt ein HW. Wie sieht's denn mit dem Leben aus? Mein Feuer-HW hat nicht mehr viel. Ich würde den gerne einmal heilen, genau. So, wie sieht's mit dem? Lässt einen Gegner zweimal einen Mitstreiter angreifen. Das ist natürlich nice. Das würde ich dann wieder von ihm hier... Ich mach mal von ihm hier. Er hat sich selber angegriffen, alles klar. Das ist gut zu wissen. Okay, mit wem war das diese Mega-Brandattacke? Hat ein bisschen Damage gemacht, ne? Spinne schützt vor... schützt wieder ihre Verbündeten. Ne, erst eine Schussattacke. Ne, erst wieder die Schussattacke. Und was ist, macht die? Ach, der ist gerade nicht da, der HW. Okay. Habe ich eine Combo? Ja, wieder die Combo. Die ist nice. Würde ich gern machen. Okay. Schneemann schützt seine Verbündeten vor Feuer wieder. Oh Mann. Kann ich irgendwie... Irgendwo konnte ich doch heilen, oder? Schützt 3 HW. Ach, so geht nicht. Nahkampfattacke macht doppelten Schaden. Nice, okay. Den ersten haben wir. Schuss mit doppelten... Ah. Nee, Moment. Motiviert ein HW nochmal zu handeln. Ja, ist auch doof. Ich will den Schneemann auch nochmal loswerden erstmal. Würde ich mal meinen. Kann ich ihn hier nochmal irgendwie motiviert, ein HW nochmal zu handeln? Ja, lässt HW zuschlagen, ja gut. Alles klar. Wie sieht's mit dem Leben aus? Oh, die haben nicht mehr viel. Wo ist denn der Heal? Wer hatte denn den Heal nochmal? Doppelter Schaden. Schuss mit Doppelschaden. Heilt einen HW. Ja, würde ich gerne den erstmal heilen lassen. Genau, schön, okay. Schneemann schützt wieder. Oh, deine Mama. Feuerattacke auf 2 Gegner. Naja, Feuer bringt ja nichts, ne? Feuer bringt ja nichts. Schussattacke bringt auch nichts. Nahkampf mit doppeltem Schaden. Schneemann. Fast besiegt. Der Genie heilt die Gegner. Oh. Dann mache ich den, glaube ich, als nächstes.
Schussattacke, Schussattacke ist weg, okay. Ich will erstmal den Feuer da hinten wegkriegen, danke. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.